Moin Moin ihr Klabautermänner, hier ist wieder euer Captain und ich habe eine Projektankündigung zu machen und zwar hier bei mir auf dem Kanal und auch noch bei anderen YouTubern wird es ein Minecraft Vanilla Projekt geben. Vanilla ist nicht der Projektname, sondern einfach nur, dass wir Blanko spielen ohne irgendwelche großen Mods. Das Ganze wird so die Aufgabe sein, eine große City aufzubauen, deswegen wird der Name, der Projektname wahrscheinlich auch irgendwas mit City zu tun haben. Ja, ihr könnt natürlich auch mitmachen. Und dazu könnt ihr euch ganz einfach bewerben. Und zwar schreibt einfach eine E-Mail an projekt@mrcaptain.de oder schreibt hier direkt unter die Kommentare, schreibt mich hier direkt an. Das Ganze wird so ein kleines bisschen mit YouTubern aus dem Netzwerk Games for All sein, also G4All. Link schreibe ich jetzt auch nochmal unten in die Videobeschreibung mit rein. Wenn ihr Bock habt, schaut bei denen mal vorbei. Trailer habt ihr auch schon bei mir auf dem Kanal gesehen. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, bei diesem Projekt mitzumachen, es wird recht bald starten. Also wir lassen uns da nicht mehr lange Zeit. Wir haben einen eigenen Minecraft-Server extra dafür eingerichtet. Und ja, wie noch gesagt, also es wird darum gehen, Vanilla-mäßig eine Stadt aufzubauen mit mehreren YouTubern. Verpflichtung ist, gibt es, und zwar wir haben die Aufnahmepflicht. Jeder darf am Tag nicht mehr wie 30 Minuten auf dem Server bleiben und alles, was er auf dem Server macht, muss aufgenommen werden und online gestellt werden. So, jetzt ist natürlich nicht diese Verpflichtung, dass ihr jeden Tag wirklich ein Video machen müsst und jeden Tag das Video hochladen. Das ist Quatsch, das schaffen nämlich viele gar nicht von der Internetleistung und von der Zeit. Das heißt, ihr dürft so oft aufnehmen, wie ihr wollt. Also wenn ihr sagt, ich mache mal 2 Tage gar nichts, dann macht ihr 2 Tage gar nichts. Es ist nur eine maximale Oberbegrenzung, das bedeutet 30 Minuten am Tag. Und mehr dürft ihr auf dem Server nicht sein, weil sonst wäre es unfair. Die wenig spielen können, kommen dann gar nicht wirklich vorwärts. Und Leute, die wirklich richtig hardcore am Zocken sind und viel, viel Zeit für YouTube haben, die machen da Videos ohne Ende. So, also wenn ihr Bock auf das ganze Projekt habt, dann E-Mail an mich unten in die Kommentare, schreibt mich direkt an. Ich setze mich dann mit euch in Verbindung und dann lade ich euch auch dann direkt ein zum Projektforum, was wir aufgebaut haben, um halt da drin alles genauer zu besprechen. Da findet ihr dann auch nochmal die genauen Regeln. Es gibt nicht viele Regeln, einfach nur so ein paar Fairness-Regeln, die wir aufsetzen. Und ja, das Projekt hat kein Ende, also keine Endzeit, die wir festgelegt haben. Macht auch gar keinen Sinn. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Was mit der Map dann passiert, die wir da aufbauen, ist auch noch fraglich. Wird wahrscheinlich dann eine PvP-Map draus werden oder sonst irgendwas. Aber das entscheiden wir dann alle gemeinsam. Wenn ihr Interesse habt, bei diesem Projekt mitzuwirken, ihr wisst, wo ihr euch bewerben könnt dafür. Ihr müsst, das ganz Wichtige ist, ihr braucht eine einigermaßen gute Aufnahmequalität, beziehungsweise auch vom Ton her solltet ihr nicht ganz so schlecht sein. Wir haben kein Mindestalter oder kein Maximalalter festgelegt, aber ihr solltet wirklich schon, ja, eine gewisse, ist jetzt fies, wenn ich das sage, aber eine gewisse Reife mitbringen, damit das Ganze nicht zu einem lächerlichen Projekt wird, denn es soll schon ein Projekt werden, was uns allen etwas bringt. So, jetzt habe ich genug gelabert und jetzt warte ich auf eure Bewerbung und freue mich schon übelst drauf, mit euch zusammen bei uns auf dem Server zu spielen. Schaut auch nochmal kurz beim Netzwerk vorbei, Games for All. Und ja, alles weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Euer Captain ist raus. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann.